Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir sind immer noch auf der Suche nach Prinzessin Zelda. Und ja, wir waren hier stehen geblieben und wollen mal nach oben gehen. Dorf der Wald Minish. Hier ist wohl das Dorf der Wald Minish. Oh, da kommen sie alle raus. Schnini! Schnini! Zizitos! Was? Ah, guck mal, die reden rückwärts. Was erzählen anderen, den wir müssen... Das müssen wir den anderen erzählen, okay? Sie haben offenbar schon lange keinen Menschen mehr gesehen. Was? Du konntest sie nicht verstehen? Das war die Sprache der Minish. Kein Wunder, dass du nichts verstehst. Ich habe auch kaum etwas verstanden, weil sie einen eigenen Dialekt haben. Na, irgendeiner hier wird uns schon verstehen. Suchen wir ihn. Okay. Hallo. Utskas was? Saf. Was sagst du? Okay, und so steht da so noch immer noch keiner. Was ist das? Eine Nuss. Noch eine Nuss. Hallo. Okay, da verstehe ich das auch nicht. Noch eine Nuss. Noch eine Nuss. Geht's denn hier lang? Hallo. Hallo? Tof Nick Ehetzrede. Was? Ich verstehe kein Wort. Okay. Muss da irgendwo einen netten Minish geben, der uns versteht. Hier vielleicht. Sehr großen Burg. Hallo. Nanu, du siehst ungewöhnlich aus. Bist du etwa ein Mensch? Es ist lange her, dass ein Mensch hier war. Verstehe ihre Sprache. Mein Name ist Fester, der Priester, und ich wache über den Schrein hinter mir. Du scheinst Probleme zu haben, da du unsere Sprache nicht verstehst. Südlich von hier ist ein Fasshaus. Dort gibt es eine Quatschbirne. Wenn du die Quatschbirne isst, kannst du unsere Sprache sprechen. Die Quatschbirne. Alles klar. Ich muss noch kurz, schon wieder vergessen, hier den Timer zu stellen. Nein, da wollte ich nicht drauf. Uhr. Stopp, Uhr. Go. Wir müssen ja den Zeitplan einhalten, ja, 10 Minuten immer, sonst werden die Folgen zu lang. So, wir suchen die Quatschbirne. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Hallo. Ja, toll. Ist das denn eine Quatschbirne? Keine Ahnung. Oh Gott, Schieberätsel. Da liegt eine Quatschbirne, glaube ich. Wenn das eine ist. Keine Ahnung. Oh Gott. Ah, die kann ich auch ziehen, ne? Oder? Kann ich noch was greifen? Irgendwie nicht, ne? Geht's auch schon los mit den ganzen Rätseln? Nochmal neu. So, jetzt. Ah, Kindchen! Das ist die Quatschbirne, von der Fester erzählte. Dann lass uns gleich mal davon probieren. Ist die Quatschbirne, dann kannst du mit dem Minish reden. So, Scheiße, aber jetzt ja Quatschbirne. Quatsch. Ja, genau, Quatsch. Ich wollte auf mein Inventar zurück. Nein, das wollte ich auch nicht. Inventar? Wie war das nochmal? Oh Gott, alles wieder vergessen, ja. Naja. Ich guck noch mal ganz kurz nach. Ja, toll. Was war denn jetzt hier das Inventar, wenn ich fahren durfte? Oder haben wir die schon gegessen? Achso, doch, haben wir schon gegessen, dann brauche ich das Inventar jetzt nicht aufwählen. Du hast also die Quatschbirne gegessen und kannst uns verstehen. Der Älteste sagte, die Menschen von heute könnten uns nicht mehr sehen. Und dadurch, dass du uns sehen kannst. Ja, unglaublich. So, raus. Zuck. Vielleicht sollten wir mal zu diesem komischen Schrein gehen. Was ist denn hier los? Hier sind ein paar Häuser. Hallo.
Wow, das ist aber schick. Ich will auch mal Menschenkleider tragen. Ja. Die werden hier vielleicht ein bisschen zu groß. Aber okay. Hm, hier sind wir, glaube ich, vorhin lang gegangen. Genau. Dann hier oben rein. Hallo. Oh, du sprichst die Sprache der Meinisch. Hier gibt es aber zwar nichts, aber bitte bleibt doch und ruht euch aus. Nein, nein, vielen Dank, aber wir sind in Eile. Mein Name ist Ätzel und das ist Erik. Wir müssen Prinzessin Zelda vom Fluch des Hexenmeisters befreien. Wir wollen das Supportenschwert der Meinisch hier reparieren lassen. Ah, so ist das. Wir sind gekommen, um das Schwert reparieren zu lassen. Um das heilige Schwert zu erschaffen, braucht ihr die vier Elemente. Die vier Elemente enthalten die Energie dieser Welt in konzentrierter Form. Wenn man diese Kraft auf das Schwert überträgt, wird es das heilige Schwert. Ich kann euch sagen, wo sich die Elemente befinden. Ah, okay. Da, da, da und da. Top. Das Erdelement ist im Schrein nördlich vom Haus des Priesters. Priester Fester wird euch sagen, wie ihr zum Schrein kommt. Im Schrein wohnen inzwischen Ungeheuer, deshalb gebt Acht. Wenn ihr das Erdelement gefunden habt, kommt wieder hierher, zu mir. Gut, dann wollen wir mal das Erdelement aufsuchen. Das ist genau da. Also nördlich vom Haus des Priesters. Der Priester war ja hier. Das heißt, hier an der Seite entlang. Oh, ein Herzcontainer. Oder was immer das ist. Ein Herzteil. Zwei Herzteile, noch eins und dann können wir... Und ich sehe es auf. Dann können wir... Haben wir einen neuen Herzcontainer. Und ich sehe gerade, ich müsste mal ganz kurz eine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns dann bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Kurze Pickelpause gehabt. Wir waren jetzt auf der Suche noch nach diesem Erdelement. Das scheint irgendwie hier hinter zu sein. Du willst zum Schrein? Bitte hier entlang. Passt gut auf, denn dort tausend Ungeheuer. Da ist es gefährlich. Alles klar. So, Tailoria-Wald. Oh, wir sind übel klein. Oh, da sind wir wieder zurück. Okay, wir können hier durchgehen. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht von... Hier haben wir irgendwie ein Herzteil. Hier können wir ertrinken. Aufpassen, dass hier keine Dings kommen. Keine Monster. Waldschrein. Hier ist also der Waldschrein. Hier ist ein Monster neben. Was? Zögere nicht. Ich bin bei dir. Na gut, dann gehe ich eben vor. Nein, warte. Wir gehen zusammen. Ja, du bist auf meinem Kopf. Wir gehen sowieso zusammen. Ist ja klar, ne? Okay. An die Seite, bitte. Ach du Scheiße. Stirb. Stirb. Stirb, 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 stirb. Stirb. Ekelhaft Schnecken. Da war noch mal Rubin. Zack. Schön aufgenommen. Das Herz brauchen wir nicht. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Na, no, eine verschlossene Tür. Ja. Was du nicht sagst. Okay, wir müssen auf diese Plattform treten. Feuer. Eine Truhe. Was mag da wohl drin sein? Kleinen Schlüssel erhalten. Er öffnet verschlossene Türen und Barrikaden in diesem Dungeon. Ja, da werden wir mal den Schlüssel hier anwenden, wa? So. Oh Gott, hier ist Wasser. Hier fallen wir bestimmt rein. Ach du Scheiße. Das ekelhaften Schneckenviecher. Toll. Hier sterben wir. Kann man diesen Hebel vielleicht herausziehen? Drücke R, um den Hebel zu greifen. Drücke zusätzlich nach hinten und zu ziehen. Wow. Geil. Dankeschön. Greifen? Ach du Scheiße. Geil. Das ist richtig geil gemacht. Lol. Okay, wir können jetzt also diese Pilze für uns nutzen, damit sozusagen als, keine Ahnung. Wie nennt man diese Teile, die... Ah, oh, wie heißen die Dinger? So eine Art Steinschleudern. Ich weiß jetzt den richtigen Namen nicht. Ich glaube, die heißen auch bloß Steinschleudern, aber richtig cool gemacht. Oh Gott. Was ist das denn? Okay, wir können irgendwie nicht töten.
Aber wenigstens an der Seite schubsen. Das ist ja ein riesiges Fass. Ach so, Beiname hätte ich es vergessen. Nicht das Fass groß, wir sind so klein. Ja, das stimmt. Okay, das Fass rollt auch gleich, oder wie? Hm, gehen wir mal rein. Okay, den können wir wieder rausgehen. Hm. Da scheint noch so ein Schalter zu sein. So. Und brennen. Und das Fass scheint zu rollen. Was es mit diesem Fass auf sich hat, werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschaußen.